Auf seinem Berghof zu Berchtesgaden gibt sich Hitler zuweilen ganz privat vor einer beeindruckenden Bergkulisse. Nicht nur die Herren aus der Führungsklique wie Josef Goebbels kommen zu Kaffee und Kuchen. Seine geliebte Eva Braun ist jedoch nicht am Tisch, wenn der Führer ausländische Gäste empfängt. Mitunter erfahren die keine besonders freundliche Behandlung. Diese Erfahrung macht auch der österreichische Kanzler Schuschnigg im Februar 1938. Sein ehemaliger Landsmann Hitler droht ihm mit Gewalt, wenn er nicht die österreichischen Nazis an der Regierung beteiligt. Der Österreicher kündigt daraufhin eine Volksabstimmung über die Souveränität seines Landes an. Hitler kommt ihm zuvor. Am 12. März marschiert die deutsche Wehrmacht in Österreich ein, der künftigen Ostmark. Der Führer hat damit erstmals einen souveränen Staat besetzt. Doch die deutschen Truppen werden nicht angegriffen, sondern bejubelt. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs bilde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich! Hitler nutzt die Gelegenheit für nostalgische Ausflüge. So sucht er unter anderem die Schüler seiner alten Volksschule heim. Die Einverleibung Österreichs wird von der Mehrheit der Deutschen frenetisch gefeiert. Millionen umsäumten die Feststraße vom Tempelhofer Flughafen zur Reichskanzlei, um dem Schöpfer Großdeutschlands für seine geschichtliche Tat zu danken. Was machen die Franzosen? Die Briten? Nichts. Im Gegenteil, Großbritannien signalisiert, dass es gegen Gebietsveränderungen des Deutschen Reiches im Zuge friedlicher Entwicklung nichts habe. Hitler triumphiert abermals. Die Masse fordert Zugaben. Einige wenige behalten einen kühlen Kopf und verlieren ihn deswegen auch. General Blomberg, Oberbefehlshaber der Wehrmacht, und sein Stellvertreter Fritsch werden wegen schmieriger Affären entlassen. Der wahre Grund ist jedoch, dass vor allem Fritsch nicht hinter Hitlers Kriegsplänen steht. Im Amt verbliebene Generalstäbler schmieden Putschpläne gegen Hitler. Allerdings trauen sie sich nicht, gegen den Führer allein loszuschlagen. Sie hoffen auf die Briten. Die sollen gegen Hitlers Pläne einschreiten, die von Deutschen besiedelten Gebiete der Tschechoslowakei heim ins Reich zu holen. Doch der britische Premier fährt gegenüber dem Diktator eine Beschwichtigungspolitik. Neville Chamberlain besucht Hitler auf dem Berghof. Der Brite gibt zu verstehen, dass ein Land nicht bereit ist, für den Erhalt aller tschechischen Territorien zu kämpfen. Hitler heizt die Krise um das Sudetenland weiter an. Die Nazis in dem ans Deutsche Reich grenzenden Gebiet werden angewiesen, gewaltsame Zwischenfälle zu provozieren. Hitler selbst droht dem tschechischen Präsidenten unverhohlen. Der Herr Benesch hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Er wird den Deutschen endlich die Freiheit geben. Oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Einen Krieg wollen die Westmächte unbedingt vermeiden, so sagt Premier Chamberlain. Es wäre furchtbar, wenn wir wegen eines Streites in einem weit entfernten Land, dessen Einwohner wir nicht kennen, Schützengräben ausheben und Gasmasken anlegen. Deshalb geben Briten und Franzosen im sogenannten Münchner Abkommen ihren Bündnispartner Tschechoslowakei preis. Nach der Vereinbarung sollen die Tschechen das Sudetenland bis Oktober 38 räumen. Pff,
Für Hitler ist die Befreiung des Sudetenlandes nur eine Etappe auf dem Weg zur Zerschlagung der Resttschechei. Allerdings muss der Diktator ärgerlich zur Kenntnis nehmen, mit diesem Volk kann ich noch keinen Krieg führen. Viele Deutsche sind über die angespannte internationale Lage besorgt. Sie sind mit dem bisher Erreichten sehr zufrieden. Wenn man zur völkischen Gemeinschaft gehört, dann kann das Leben sehr angenehm sein. Die Organisation Kraft durch Freude besitzt eigene Ozeandampfer. Früher waren Schiffsreisen in ferne Länder nur Reichen vorbehalten. Unter den Nazis können nun auch normale Volksgenossen den Luxus einer Kreuzfahrt genießen. Eine Reise ins Nordmeer. Diese KdF-Reisen tragen mit dazu bei, dass die sozialen Errungenschaften des NS-Regimes sogar im Ausland beeindrucken. Wer jedoch nicht zum gesunden Volkskörper gehört, der erlebt Deutschland als Vorhof zur Hölle. Die Hetzausstellung Der ewige Jude zeigt Anfang 1938, dass sich der Antisemitismus im Deutschen Reich verschärft. In der Schule werden jüdische Kinder an den Pranger gestellt. Ihre arischen Klassenkameraden werden mit niederträchtigen Karikaturen zum Judenhass erzogen. Juden sollen den Zwangsvornamen Sarah und Israel tragen. Viele öffentliche Orte sind für sie verboten. In München wird im Sommer 38 die Synagoge abgerissen. Im Herbst werden alle Reisepässe von Juden eingezogen. Am 7. November erschießt ein jüdischer Emigrant einen deutschen Diplomaten in Paris. Hitler und Goebbels nutzen dies als Vorwand zum organisierten Pogrom gegen die Juden. In der sogenannten Reichskristallnacht zerstören SA-Trupps jüdische Läden und Wohnungen, stecken Hunderte von Synagogen in Brand. Die arischen Nachbarn sind teilnahmslos oder plündern. Für die Schäden werden die Juden zur Kasse gebeten. 1 Milliarde Reichsmark sollen sie zahlen. Rund 26.000 vor allem wohlhabende Juden werden in die KZs verschleppt. Hunderte erschlagen. Im Dezember 38 wird der Zwangsverkauf aller jüdischen Geschäfte und jüdischen Grundeigentums angeordnet. Die Juden werden in sogenannten Judenhäusern gesammelt. Viele von ihnen versuchen nun verzweifelt aus Deutschland zu entkommen. Wer eines der begehrten Visa ergattert, der muss fast mittellos seine Heimat verlassen. Rund 140.000 deutschen Juden gelingt von November 1938 bis Oktober 1941 noch die Flucht. Ihre Reisepässe werden mit einem J gebrandmarkt, J für Jude. Für die Flüchtlinge beginnt eine oft jahrelange Odyssee durch die Länder Europas, für viele von ihnen um die ganze Welt. Einige besonders Wagemutige wollen ein neues Land im britisch besetzten Palästina aufbauen. Im Januar 1939 spricht Hitler offen aus, welches Schicksal den Juden unter seiner Herrschaft droht. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte,
die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Die ersten warmen Sonnenstrahlen locken Eva Braun auf die Weide. Sie pflückt Sträußchen, um des Führers Berghof am Obersalzberg zu schmücken. Ihr geliebter Diktator hat indes Augen nur für einen. Seinen heiß verehrten Männerfreund und Generalbauinspekteur Albert Speer. Dem Architekten hat er ein eigenes Atelier im Berghof einrichten lassen. Gemeinsam planen sie den Umbau Berlins zur Welthauptstadt Germania. Hitler schwärmt über die Bauwerke. Die werden so gigantisch, dass selbst die Pyramiden zurücktreten. Ich baue für die Ewigkeit. Speer beginnt zügig mit der Umgestaltung Berlins. Dabei müssen auch Tausende von Juden ihre Wohnungen räumen, weil ihre Häuser den neuen Achsen im Weg stehen. Von ihrer Umsiedlung und späteren Deportation will Speer nichts gewusst haben. Fertig wird Anfang 1939 die neue Reichskanzlei, ein riesiger Protzbau, dessen Empfangsräume bewusst einschüchternd gestaltet werden. Ein Wallfahrtsort begeisterter Volksgenossen-Gruppis. Kilobomben werden für Testabwürfe scharf gemacht. Ein Bombentechniker des Stuka-Geschwaders Immelmann filmt von 1939 an den Marsch seiner Kameraden in den Zweiten Weltkrieg. Noch ist alles nur eine Übung. Die Piloten der Sturzkampfbomber müssen in Form bleiben. Doch in den Abendstunden des 14. März werden alle Fliegerstaffeln in Alarmbereitschaft versetzt. Hitler lässt seine Truppen in der Tschechoslowakei einmarschieren. Hitlers Maske ist endgültig gefallen. Die Westmächte stellen sich auf einen Krieg ein. Auch wenn sein Propagandaminister weiter die Friedenstaube spielt. Der Frieden in Europa muss erhalten bleiben. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, käme ein Krieg, er wäre das größte Unglück für die Welt. Und wie er ausgehen mag, sowohl die Sieger als die Besiegten würden nur furchtbarstes Unglück und schwerste Not dadurch ernten können. Deshalb wird es das Bestreben der deutschen Regierung sein, den Frieden auf jeden Fall zu erhalten. In Wirklichkeit laufen längst die Vorbereitungen für einen Überfall auf Polen. Zu Hitlers 50. Geburtstag am 20. April 1939 wird alles aufgefahren, was die deutsche Wehrmacht zu bieten hat. Hitler will den Krieg zur Gewinnung neuen Lebensraums im Osten jetzt. Er kündigt den deutsch-polnischen Nichtangriffspakt. Vor dem Reichstag macht er sich über US-Präsident Roosevelt lustig, der eine Friedenszusicherung von Hitler gegenüber den Nachbarstaaten des Deutschen Reiches verlangt hat. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet unabhängiger Nationen nicht angreifen und vor allem nicht dort einmarschieren würden. Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen,
Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina. Der Sommer 1939 wird der letzte Sommer im Frieden sein. Ihre Städte sehen die Deutschen so nie wieder. Dresden, wie es einmal war. Sorglos tanzen die Menschen im Ausflugslokal. Ein letzter Urlaub im Frieden. Eine letzte Fahrt auf dem Canal Grande von Venedig. Der letzte Friedenssommer auf dem Berghof. Es ist heiß im August 1939. Hitler kann es kaum noch erwarten. Er ist zum Kampf wild entschlossen. Seine Sorge ist, dass mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. Graf Ciano, Außenminister seines italienischen Verbündeten Mussolini, versucht zwischen Hitler und Polen zu vermitteln. Vergebens. Wieder provoziert Hitler seinen Gegner mit unannehmbaren Forderungen. Dann landet sein Außenminister von Ribbentrop den größten Coup der Nazis, den Abschluss des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes. Darin verpflichten sich Hitler und Stalin zu strikter Neutralität und gegenseitiger Wirtschaftshilfe. Die Weltöffentlichkeit ist geschockt. Von dem geheimen Zusatzprotokoll erfährt sie nichts. Darin einigen sich die beiden Diktatoren auf Interessenssphären in Osteuropa. Polen wird zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion aufgeteilt. Nun hat Hitler freie Hand zum Überfall auf Polen. Nach mehreren von der SS fingierten Zwischenfällen marschiert die Wehrmacht in das nahezu schutzlose Nachbarland ein. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Die deutschen Truppen stürmen rasend schnell voran. Schon in Polen zeigt sich Hitlers wahre Absicht, einen Vernichtungskrieg gegen die slawischen Untermenschen zu führen. Die Bombentechniker vom Stuka-Geschwader Immelmann betrachten den Polenfeldzug leidenschaftslos und haben ihren Spaß. Soldaten sollen nicht denken, Soldaten sollen gehorchen. Das Denken überlasst den Pferden, die haben größere Köpfe. An diesen Befehl seines Leutnants hält sich der Kameramann dieser Bilder fortan. Die Sturzkampfbomber vom Typ Ju-87 sind das Rückgrat des deutschen Angriffs. Zusammen mit den Panzerverbänden begründen sie den Mythos vom deutschen Blitzkrieg. Die Stukas können relativ präzise Straßen, Schienen, Flugplätze im Hinterland zerstören. Bei einem dieser Einsätze fliegt der Bombentechniker mit.
Die Kräfte, die an ihm und dem Piloten zerren, sind so stark, dass ihm der Kamm aus der Tasche fliegt. Ein Pilot beschreibt den Sturzflug. Beim Abfangen wirkt die mehrfache Schwerkraft auf dich. Da verformt sich dein Gesicht zur Fratze und dir wird sekundenweise schwarz vor Augen. Weitaus verheerender ist die Wirkung am Boden. Nicht nur die Bomben sollen zerstören. An den U-87 sind sogenannte Jericho-Sirenen angebracht. Ihr Heulen hat einen absolut demoralisierenden Effekt auf die Menschen am Boden. Deutsche Bomber vom Typ Heinkel 111 bombardieren Warschau. Die Stadt ist seit dem 17. September 1939 eingekesselt. Hitler persönlich schaut vom Weichselufer aus zu, wie die Stadt beschossen wird. Am 28. September kapituliert Warschau. Rund 20.000 Zivilisten werden bei den Bomben- und Artillerieangriffen getötet. Etwa ein Fünftel Warschaus ist zerstört. Zynischer Kommentar des künftigen Reichsluftmarschalls Göring. Bilder von höchster Eindringlichkeit vermitteln in diesem Film dem deutschen Volk den gewaltigen Eindruck des Polenfeldzugs. Nun stehen wir am Abschluss des ersten Geschehens dieses gewaltigen Kampfes. Und was die Luftwaffe in Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe in England und Frankreich halten. In London und Paris sind die Menschen schockiert. Der britische Premier erklärt Deutschland am 3. September den Krieg. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. Ich spreche zu Ihnen aus Number 10 Downing Street. Unser Land befindet sich jetzt in Krieg mit Deutschland. Consequently, this country is at war with Germany. Dennoch hilft man den Polen nicht. Die Vereinigten Staaten halten sich zunächst aus dem europäischen Konflikt heraus. Deutschstämmige Faschisten treiben in New York ihr Unwesen. The Bund nennen sich dort die Nazis und krakeelen unbehelligt im Madison Square Garden. Sowjetische Öllieferungen schmieren die deutsche Militärmaschinerie. Der Nicht-Angriffspakt verschafft Hitler auch dringend benötigte Lebensmittel wie Getreide, um die Versorgung in der Heimat aufrechtzuerhalten. München, 2 Monate nach Kriegsbeginn. Wie jedes Jahr treffen sich am 9. November die alten Kämpfer der NSDAP im Bürgerbräukeller. Und wie jedes Jahr hält der Führer eine Rede und erinnert an seinen gescheiterten Putschversuch vom November 1923. Aber in diesem Jahr ist sein Wortschwall etwas kürzer geraten und er verlässt früher als sonst die Biertränke. Das rettet ihm das Leben und kostet Millionen andere das ihre.
Wenige Sekunden, nachdem Hitler gegangen ist, explodiert eine Bombe. Sie war in einer der Säulen neben dem Rednerpult versteckt. Hätte Hitler etwas länger geredet, wäre er jetzt tot. Georg Elser, ein Tischler, beweist, dass nicht alle Deutschen dem Führer hörig hinterhertraben. Er hat den Mut, allein ein Attentat auszuführen. Leider scheitert er knapp. Die Gestapo schnappt ihn an der Grenze. Er kommt 5 Jahre in Einzelhaft. Kurz vor Kriegsende wird er im KZ Dachau hingerichtet. Nur knapp dem Tod entronnen, setzt Hitler ein weiteres Teufelswerk in Gang. Bei der sogenannten Aktion T4 werden mehr als 70.000 Behinderte von Oktober 39 bis August 41 getötet. Euthanasie, Gnadentod heißt das Programm. Die Patienten aus allen Heilanstalten des Reiches werden zum Teil in Gaswagen erstickt. Ihr grausamer Tod wird von SS-Ärzten zur künftigen Verwendung genau studiert. Rund 3 Millionen Juden leben zum Zeitpunkt der deutschen Invasion in Polen. Wie hier in Krakau werden die Juden überall aus ihren Häusern vertrieben und müssen in Ghettos ziehen. Wie man in Deutschland über sie denkt, zeigt die Wochenschau. Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Die Ghettos sind viel zu klein. Das ist Absicht. In Warschau vegetieren bald 400.000 Menschen auf nicht einmal 4 Quadratkilometern. Die Lebensbedingungen sind entsetzlich. Zehntausende sterben an Hunger, Krankheiten und Seuchen. Weihnachten 1939 im Deutschen Reich. Wenn der Vater nicht an der Front ist, dann merkt die Familie nicht einmal, dass Krieg herrscht. Gekämpft wird zur Jahreswende 1939 auch kaum. Die deutschen U-Boote machen Jagd auf Handelsschiffe, die versuchen, die Blockade um die britischen Inseln zu durchbrechen. Und im April 1940 besetzt die Wehrmacht mit Hilfe der deutschen Marine Dänemark und Norwegen. Im Mai 1940 kommt es zum Regierungswechsel in London. Chamberlain geht. An der Spitze Großbritanniens steht in Zukunft Winston Churchill. Ein Mann, der Hitler und die Nazis von ganzem Herzen hasst. Das Stuka-Geschwader Immelmann wird von Polen an die Westfront verlegt. 8 Monate hatten sich Deutsche und Franzosen in ihre Verteidigungslinien eingegraben. Ein Sitzkrieg, der beide Seiten zur Untätigkeit verdammte. Jetzt plant Hitler, unter Bruch der holländischen und belgischen Neutralität, Frankreich von Norden her anzugreifen.
Gleichzeitig will er vom Osten über die Ardennen vorstoßen und so die französischen Streitkräfte in die Zange nehmen. Am 10. Mai hatte der Angriff begonnen. 4 Tage später kapituliert Rotterdam. Dabei kommt es zu einem tragischen Fehler. Kurz vor der Kapitulation war ein Bombenangriff befohlen worden. Die Luftflotte lässt sich nicht mehr zurückbeordern. Fast 1000 Zivilisten werden bei dem Luftangriff getötet. Die Altstadt von Rotterdam wird ein Raub der Flammen. Der Vormarsch der Deutschen erfolgt so schnell, dass Ende Mai über 340.000 Mann des britischen Expeditionsheeres und französischer Einheiten in Dünkirchen eingeschlossen werden. Aus bis heute nicht geklärten Gründen stoppt Hitler deutsche Panzerverbände. So ermöglicht er den alliierten Soldaten die Flucht nach Großbritannien. Mit der Einnahme von Paris am 14. Juni 1940 erfüllt Hitler seine und die Sehnsüchte vieler Deutscher jener Zeit. Die als Schmach empfundene Niederlage gegen Frankreich ist getilgt. Der Diktator befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Macht.